wo der Safe Award verleiht wird. Das ist zum einen der Goldene Schlagstock, wo für eine besonders gute polizeiliche Arbeit steht. Der Goldene Käfig, wo Auswärtsfans auch belohnt. Dann das Goldene Altpapier für besonders herausragende journalistische Leistungen. Ein bisschen sarkastisch natürlich gemeint. Und wirklich ein positiver Preis, das Goldene Megafon. Und wir dürfen heute die Preise verleihen und freuen uns auch natürlich, dass er mit uns zusammen die erste Safe Award Verleihung feiern will. Für den heutigen Abend haben wir einen super tollen Moderator gewinnen. Das ist der Jan Schaller. Er wird heute das Programm führen mit uns zusammen und ich freue mich, dass wir mit ihm wirklich jemanden gefunden haben, der auch passend ist, um die Preise auch unseren Gästen auch übergeben zu dürfen. Dankeschön. Ja. Ja, schön. Bruno. Bruno! Machen wir einen Applaus für den Bruno, der super war. Ah, jetzt weiss man, wie es den Leuten aber gerade bei der Oscar verleihen, wenn man da hinten dran steht und so Sachen darf machen. Schön, wenn man im Radio ist, weil da hat man keinen Gesichtskontakt mit den Leuten. Aber es ist einfach schön, euch so viele sympathische Fußballfans reinzuschauen. Der Bruno hat es kurz angeschnitten, 4 Kategorien haben wir zu vergeben. Und grosses Blabla, da können wir von mir im Radio, da machen wir da heute nicht. Wir fangen gerade an mit dem goldenen Schlagstock. Wir haben in allen Kategorien 4 Nominationen. Ich werde die schnell vorlesen und dann haben wir es so Oscar-mässig gemacht mit Kuvert. Wo kein Mensch weiss, wer wir gewinnen. Niemand. Also, Goldene Schlagstock, der Bruno hat gesagt, polizeiliche Arbeit rund um Fußball, da gibt es gut. Vielleicht, aber vor allem Negatives, was man gehört. Und ist, glaube ich, dem Senf Mitarbeiter relativ einfach gefallen, 4 Nominationen zu finden. Zum ersten haben wir eine Sicherheitsfirma Delta Security. So ganz generell für ihr provokatives Auftreten rund um Fußballspiel. Ich muss allerdings sagen, mir steht ja auch so ein goldener Käfig Journalismus und wir kommen von diesen ganzen Problemen, die ihr Fans habt, zum Teil relativ herzlich wenig über. Wir hören zum Teil über einen Ruben, über einen Michi, wenn er dann mal wieder im Adrenalin dabei wäre. Also, vieles wissen ihr mehr als wir oder als ich. Darum denke ich, wenn ich Delta Security sage, dann werden bei euch allen schon die roten Köpfe vorkommen. Weiters nominiert ist die Kantonspolizei Aargau. Und zwar für eine generelle Überforderung an Fußballspiel. Speziell aber für die Schliessung vom Gästefansektor beim Spiel Aarau gegen den FC Zürich und mit verbundene Verhaftung von x friedlichen Fans, die halt einfach dabei gewesen sind. Aber da kennen sie zum Teil werden bei Fußballfans halt gern die falschen eingekäfet, abgeprügelt, wenn man im Schlagstock bleiben kann. Eine weitere Nomination hat die Konferenz von der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektion, KKJPD, generell für das Hooligan-Konkordat, im Speziellen, aber vor allem auch noch für die kreative Begründung, wieso das Hooligan-Konkordat überhaupt braucht. Auch da werden ihr mit den Details besser vertraut sein als ich. Ich glaube, da kann man einfach so stehen lassen. Können wir vielleicht schnell, es ist okay, dass die nominiert sind? Ja, ich glaube schon. Schöne Fußballfans, die mal ruhig sind, großartig. Und wir haben nochmal eine Kantonspolizei gefunden, die durchaus auch für den Goldenen Schlagstock in Frage kommt, und zwar Kantonspolizei Luzern. Die hat eine taktische Meisterleistung vollbracht, indem es der Bus von euch, von unseren FC St. Gallen-Fans, direkt hinter dem Fanmarsch von den Luzerner fahren lassen. Das ist auch durchaus eine Idee und unterm Strich kannst du dann logischerweise den Fans wieder die Schuld geben, wenn es überraschenderweise zu Puff kommen. Ja. Die 4 Nominationen haben wir und jetzt fällt mir wie eine Hand. Brauchen wir einen Mikrofonständer. Müssen wir dann auf dem Budget noch irgendwie abrechnen. Aber wir haben den Sieger. Genau, ich brauche so. 3, 2, 1. Schön. Kommt völlig überraschend für alle. Überraschend kommt auch, dass wir zum Thema Schlagstock unseren
schlagkräftigsten St. Galler hat, der dazu wird Lobhymne dazu abgeben, wobei zu etwas Negativem eine Lobhymne zu sagen, macht es dann negativer oder positiver? Ich weiß es nicht, aber er wird es euch erklären. Macht bitte Lärm für Letri Tadler. Du nimmst nicht auf. Ist gut. Liebe Chaoten, Römer, Umpöbler, Stinksfackler, Provokateure, Brüderprolos und andere Vertreter von vermeintlichen Sicherheitskräften. Liebe Fußballfans, Tribünen, Kurven und anderswo, ihr kennt den Satz ACAB. Wir wissen natürlich alle, dass der Satz in beide Richtungen so nicht stimmt. Erstens gibt es den Martin Link. Und zweitens sind umgekehrt auch nicht immer alle Arschlöcher automatisch Polizisten. Die meisten davon scheitern in der Ausbildung und landen nachher bei der Delta. Aber ganz im Ernst, wer in den letzten Jahren so ein bisschen zugeschaut hat, auf welche kuriose Ideen die sogenannten Sicherheitskräfte kommen, um die von mir aus teilweise auch real, aber häufig auch einfach nur vermeintliche Gewalt in und um Fußballstadien in den Augen der Öffentlichkeit wieder in den Griff überzukommen. Wer weiss, so aus all diesen Aktionen die bedenklichsten für eine Preisverleihung rauszupicken, das ist etwa so eine Aufgabe wie das Auswahlverfahren der Darwin Awards. Kennen wir die Darwin Awards? Das ist der Preis, der verliehen wird für den, der sich am kreativsten zum Gamepool rausnimmt. Immer wenn du meinst, also viel dümmer kannst du eigentlich nicht tun. Kommt die nächste Aktion. Wobei, wenn wir fair sind, das sagen viele Menschen in dem Land auch über Fußballfans. Zum Beispiel, wenn sich irgendjemand als Jude verkleidet. Oder wenn noch jemand das Plakat mit Fußball macht, 3-1. Aber ist kein Fall. Die Auswahl für die heutige Arbeit ist somit wirklich nur als Auswahl zu verstehen. Man hätte auch zum dutzendsten Mal die diversesten Datenbanken können aufführen, die bis heute keinerlei Wirksamkeit gebracht haben. Man hätte den Fotipranger ein weiteres Mal können anführen, wo immer wieder mal Unschuldige unverschuldet geächtet werden, wie vor kurzem am Beispiel von Paris-Defense-C war. Oder natürlich das neue, leicht absurd anmutende Filmprojekt vom FC St. Gallen, aber ich gehe davon aus, da bleibt es auch das nächste Jahr noch halten. Aber die Jurorinnen und Juroren haben mit Sicherheit ein sehr prominentes Beispiel für die Wünsche, eines, wo man nicht so schnell wird vergessen und auch nicht darf vergessen. Ihr wisst alle, um was es geht. Capo Aargau ist mal ganz grundsätzlich ein bisschen überfordert. Und sie hat vor kurzem beschlossen, dass man nicht nur einen Gästesektor zutut, das ist nicht ganz richtig gesagt worden, sondern dass man eine Stadt absperrt. Sie hat die Stadt Aarau abgesperrt. Jeder Zürcher Fan, der auch nur in die Nähe gekommen ist von dieser Stadt, hat sich strafbar gemacht. Hm? Das muss man vielleicht sagen, okay, Capo Aargau hat jetzt wirklich nicht einen einfachen Job. Ich muss mindestens jedes zwei Wochen in die Fans vom FC Aarau rumschlagen. Nein, das ist nicht ganz einfach. Aber dass man es richtig versteht, ich persönlich, und da werden wir wahrscheinlich gerade übernehmen, ich glaube, es bleibt Monopol vom Staat. Hm? Ja, ich kann mit ein paar von euch längere Diskussionen über das führen. Aber was wichtig ist, ist, dass Gewaltmonopol vom Staat basiert darauf, dass man Gewalt an eine bestimmte Institution delegiert, oder an zwei oder drei, und dass diese aber eine gewisse Regel zu halten hat. Sie hat Gesetze zu beachten, sie hat die Verfassung zu beachten. Und da Aargauer Capo hat mit dieser Aktion beides nicht gemacht. Natürlich kann man sagen, okay, in dem Land haben wir nicht einfach eine unbeschränkte Bewegungsfreiheit. Man kann auch nicht einfach zu jedem hinlaufen. Gut. Und man kann sogar ganze Gemeinden tatsächlich absperren. Das darf man. Haben wir schon mal bis vor Bundesgericht durchgeküchelt? Dann nennt sich Biff. Stellen wir da mehr rundherum, wie lang geht, und keiner kommt mehr dort rein. Lassen wir uns da ganz kurz auf die Zunge zu gehen. Die Aargauer Kantonspolizei erachtet ein Heimspiel vom FC Aarau gegen den FC Zürich als ihres persönliche WIF. Eine Versammlung von Dutzenden von Staatschefs, CEOs und anderen wahrscheinlich kriminellen Menschen ist gleich wie ein Heimspiel vom FC Aarau. Okay, vom Glamour-Faktor her mag dein Verhältnis ungefähr stimmen, aber die Sicherheitslage ist wahrscheinlich objektiv betrachtet nicht ganz vergleichbar. Es gibt eine andere Interpretation. Die Kantonspolizei Aargau kann ihren Job gar nicht mehr erst machen. Sie kann nicht sagen, wir kriegen die Situation irgendwann noch unter Kontrolle. Nein, sie geht von vornherein vorfällig. Man soll sich das mal im Fußball vorstellen, wäre ja auch noch schön, wenn der FC Aargau jedes Mal einfach 13-0 wieder heimgeht.
Aber wir müssen uns bewusst sein, was wir in dem Land nicht kennen. Ist eine systematische Kontrolle von Personen beziehungsweise die Pauschalverhaftung von ganzen Menschengruppen an Bahnhöfen. An Orten, die eigentlich dafür gemacht sind, dass man nicht ankommt und nachher wieder irgendwo weggeht. Es sind nachweislich bei dieser Angabe-Aktion Dutzende von Personen verhaftet worden, die weder Zürcher waren, noch irgendetwas mit dem FC Zürich zu tun hatten. Die Schutzbehauptung, die die Polizei im Nachhinein aufgestellt hat, wir haben ja diesen Gruppen die Möglichkeit gegeben, sie können sich einer Kontrolle unterziehen und nachher werden sie nicht verhaftet, ist unter anderem von einem FDP-Politiker, Ciri Pante, widerlegt worden, der selber verhaftet worden ist, ohne dass man ihn gefragt hat, ob er einen Ausweis dabei hat. Jetzt kann man sagen, es gibt sicher dümmere Ideen, als FDP-Politiker zu verhaften, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Tatsache ist, mit dieser Aktion sind grundsätzliche Freiheiten für den Staat außer Kraft gesetzt worden, ohne Not, ohne Grundlage und ohne, dass es das gebraucht hat. Das geht so nicht. Allein dafür hat Capo Aga den Preis definitiv verdient. Man hat mir vor einiger Zeit beigebracht, man soll keine Preise verlieren, um jemanden einfach nur in den Himmel loben oder komplett ins Lächerliche zu ziehen. Jedes Lob muss ein bisschen Kritik enthalten und jede Kritik auch ein bisschen Lob. Weil ein konkretes Beispiel nicht ganz einfach, aber es geht doch. Mir hat letztens ein Mitglied von einer Schweizer Staatsanwaltschaft erzählt, das ist eine Staatsanwaltschaft, die nicht gerade für die Zimperlichkeit im Umgang mit Fußballfans bekannt ist, die Aktion sei von diversesten Strafverfolgungsbehörden in der Schweiz als der Rohrkrepierer der letzten 15 Jahre bezeichnet worden. Der Aufwand sei in keinem Verhältnis zur Ausbeutung gestanden, die medialen und politischen Schelten waren riesig und es laufen derzeit immer noch Verfahren, die eventuell mit Schadenersatz für die Unbeteiligten verhaftet könnten enden. Oder wie es mein Bekannter gesagt hat, so schnell kommt keine andere Kapo von der Schweiz mehr auf diese dumme Idee. Dafür kann man den Aargauer ja schon fast ein bisschen dankbar sein. Und wie mich letzthin ein Mitglied vom St. Galler Kantonsrat belehrt hat, ein Mitglied, das zwar auch nicht der Beweis ist für den Satz ACAB, aber zumindest für den Satz SCAB, heisst das Objekt ja heute auch nicht mehr Schlagstock, sondern Multifunktionsstock. Weil man damit eben nicht nur zuschlagen kann, sondern so ein ganz anderes Zeug brauchen kann. In dem Sinn wünsche ich der Aargauer Kantonspolizei also durchaus viel Vergnügen mit dieser Auszeichnung. Sie soll nicht einfach nur als ausgestreckter Mittelfinger zu verstehen sein, sondern ganz multifunktional, auch als Erinnerung daran, dass die einfachste Idee immer einfach nicht die beste ist. Danke mal. Stellvertreter für Kantonspolizei Aargau, Bruno. Wir machen doch schnell den Lärm. Wir können erst den anderen verorten, die Preise, die heute nicht abgeholt werden, die werden versucht, an die jeweils betreffenden Organisationen oder was auch immer, denen das anzubringen. Und wir versuchen das, oder ihr versucht das, mit versteckten Kameras zu machen. Also es lohnt sich auch die nächste Zeit auf der Same-Page, auf dem Facebook dran zu bleiben, weil da können durchaus noch lustige Bilder auftauchen rund um den Same-Verwalt von 2015. Ist generell die Frage, hat man den FC St. Gallen aus Prinzip nicht reingenommen oder sind wir einfach ein Fan, so verdammt sympathisch und gut, dass wir einfach nicht reinkommen? Mag jemand von euch reden? Du musst spielen, komm, jetzt ist es ganz spontan, aber St. Gallen ist ja gar nicht zur Auswahl gestanden oder jemand denkt, komm, frühweise, wir können. St. Gallen ist natürlich schon nicht gerade für die Gastfreundschaft bekannt, aber wir haben gefunden, wir wollen uns jetzt nicht direkt ins eigene Fleisch schneiden und wir können uns auch noch verbessern. Gut, gut. Politiker? Nein, gute Politiker. Nein, gut, egal. Politiker. Gut, super. Vielleicht in 2016 im Rat. Wobei, wenn sie es noch weitermachen, könntest du. Ja, egal. Wir haben auf jeden Fall vier andere Käfige gefunden, Golden gibt. Das erste steht am Rhein, zu Basel. Und dort ist aber nicht speziell der Jakobspark selber, weil ich glaube, was so Sicht und so angeht, wenn man dann mal drin ist, ist ganz okay. Man sieht das Spielfeld, man wird auch einigermaßen mit Bier und Essen und WC-Gängen. Also die kann man alle vollstrecken. Das Problem ist mehr die erneuerte Eingangssituation beim Jakobspark selber mit einer sogenannten, also ich habe dem den Ort gegeben, 360 Grad Vergitterung. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin noch nie dort gestanden, aber anhand von Rubens im Text gehe ich jetzt einfach davon aus, A, dass es stimmt und B, dass ich vermutlich jeder Affe im Wald so ein bisschen freier vorkommt, als wenn ihr auf Basel mit reisen und im Westenfeldsektor kommt.
Dementsprechend die Nominierung für den FC Basel. Und ein anderes Stadion, wo Käfighaltung auch recht groß geschrieben ist und das ist auch visuell sichtbar, ist beim FC Luzern. Bei den Innerschweizer, aber eben ganz klar im Stadion selber, was zu einer unglaublich schlechten Sicht aufs Spielfeld führt. Was irgendwie etwas strange ist in einem neuen Stadion, aber in Luzern, in der Innerschweiz, bringt man das anscheinend an. Das Ganze in Luzern noch kombiniert mit einer sehr provokativ langsamen Einlass- und Menschenkontrolle. Da kennen die auch mal die Augen wieder massiv besser. Der Thomas, der gerade durchläuft, der wird das auch kennen. Muss anscheinend recht mühsam sein, in Luzern reinzukommen. Und wenn du drin bist, siehst du nicht. Also, wärst du fast wieder ein Votum für einen Teleclub oder so. Aber nehmen wir jetzt an dieser Stelle auch. Aus dem gleichen Grund nominiert ist auch der FC Aarau schon wieder. Also nicht die Polizei, aber der FC Aarau selber. Auf dem Grüggelfeld ist anscheinend damit mit dem Einlass auch eine recht mühsame Sache, auch sehr provozierend langsam. Und ihr kennt es, mit Langsamkeit schürst du natürlich irgendwo eine gewisse Geilheit auf dem Match, wo sich dann irgendwann halt bricht, vor allem dann, wenn irgendwie 50 Oberkorps rumstehen und man will ja einfach nur Fußball schauen und seine Farbe für einen Schrei. Also der FC Aarau da definitiv auch zu Recht nominiert. Und das vierte gilt, oder respektive die vierte Nomination auch bei der FC Sion, ist anscheinend gerechtfertigt. Auch wir wollen sagen, wir werden als Journalisten mit Raclette herzlich empfangen. Also wir kennen das zum Glück nicht. Aber gut, der Käfigstatus im Tourbillon wegen der Verbarrikadierung vom Gäste-Fansektor und das unter Leitung von einem anscheinend sehr zweifelhaften Sicherheitsteam. Auch da müssen wir fast jemand von euch fragen, was das genau für einen Hintergrund hat. Aber ich glaube, ihr selber wisst es am ehesten. Ihr seid vermutlich schon dort gewesen, habt das selber erlebt. Oder kennt Leute, die es erlebt haben und könnt euch das irgendwo erzählen lassen und euch vorstellen. So, und dann Brocken hier geht das goldene Käfig. Da wieder ein riesen Kugel. Ich brauche von den Fans so. Kommt! Und der Sieger vom goldenen Käfig, und jetzt kommt der grösste Lacher überhaupt, ist. Oh, sorry! Falsch! Ich habe gesagt, die Älteren checken den Gag vielleicht, die Jüngeren nicht. Ich zeige es nochmal, es ist ein Riesenwitz. Ist leider vor etwa 10 Minuten entstanden, darum ist er nicht so viel tief gegangen. Aber wir haben natürlich einen richtigen Gewinner. Gut, Nordkorea oder Innerschweiz. Das ist jetzt die Frage. Aber der Sieger vom Goldenen Käfig ist. Der FC Luzern! Und Applaus her, würde ich sagen, gerechtfertigt. Und der gute Bruno ist nicht nur der, respektive halt, wir fangen anders an. Vom FC Luzern ist jemand da. Sollen wir nicht schnell aufs WC schauen? Vielleicht. Naja, das möchte ich auch nicht. Das heisst, der Bruno darf wieder erstens den wunderschönen Pokal oder respektive die Bastelstatue mitnehmen, respektive die dann auf den Zähler sprügeln und erhalten selber gerade auch noch die Lobrede über den Gästefansektor und über den Zustand beim FC Luzern als Auswärtsfan. Darum haben wir schon einen Tee-Klatschen, den Bruno für euch. Also wer schon mal in Luzern darf ich riesig im Auswärtsspiel, der weiß, das ganze Erlebnis fängt schon am Bahnhof in Luzern an. Nach den rund 2,5 Stunden Fahrt hat man immer Zeit, um mal den Kopf ein bisschen durchlüften. Man wird immer in die netten Busse reingezwängt und dort nicht die schöne Stadt zu Fuss erkunden. Wie wir es vorher diskutiert haben, bleibt einem dann manchmal nicht viel mehr übrig, als auch sich nicht mit dem Busfahrer zu unterhalten. Und so eigentlich die ganze Fahrtüre auch ein bisschen Spass mit ihm zusammen zu haben. Der Eintritt hat es vorhin gesagt, zu Kritik gehört immer ein bisschen Lob. Also ein Lob können wir aussprechen dafür, dass wir praktisch schon die ganze Stadt Luzern kennen, weil die Fahrt zum Stadion raus ist jedes Mal wieder eine andere Route. Und so geht es jedes Mal verschieden lang, aber irgendwann können wir dann auch endlich mal den Bus rein, den neu gebauten Stadion. Der Blick, wo man dort erhascht, ist nicht besonders schön, denn man sieht die hässliche, gelbe Fassade vom Stadion selber und die zwei Türme, die neben da angeklatscht sind, sind jetzt auch nicht gerade da, wo man beim Fußballstadion erwarten würde. Gesamthaft, es ist schon angesprochen worden, die Eingangssituation ist nicht so toll in Luzern. Ist man dann aber mal drin,
hat man immerhin so ein funktionales Gästesektörli, wo es auch die schönen Klappsitze hat. Ich weiß zwar nicht, wie die genutzt werden, weil Luzern hat jetzt nicht oft wirklich viele Fans da drin. Ja, die Sicht ist auch schon erwähnt worden vorher. Die ganze Umrandung vom Gästesektor ist nicht so toll und so kann man eigentlich auch gut darauf verzichten, dass man in Luzern zu Gast ist, wenn man das dort so nennen. Vielmehr fährt man zu Luzern eigentlich gar nicht mehr ein. Es ist wirklich ein Käfig und hat den Namen auch verdient und darum fühlt man sich dort auch ein bisschen eingesperrt und ist vielleicht auch meint oder andere einen Spruch dazu in den Sinn gekommen, dass man dort eben nicht so als Gast empfangen wird. Ich glaube, wenn man keinen Vertreter vom FC Luzern da hat, dann haben wir auch schon genug gehört von den Innerschweizern. Und ich kann euch versprechen, also wir werden wirklich versuchen, den netten Gastgeber die Preise zu übergeben. Wir haben da schon den Kontakt gesucht und es sieht nicht mehr so schlecht aus, dass wir dort einen Verantwortlichen wirklich dürfen, die schönen Trophäe auch dann übergeben. Erst einmal. Du kannst mit einer schönen Trophäe anstehen. Ich finde, wir müssen aber schon einen Applaus einheimsen für Bastler, weil das sind die kreativen Köpfe von euch Fußballfans Tag und Nacht dran gewesen. Wir sagen jetzt nicht, dass man Baustellen beklautet und so. Das ist alles nur Gerüchte und Blödsinn. Aber macht doch mal schnell einen Applaus für die kreativ Schaffenden, die vier wunderbaren Preise bastelt haben. Ich ist in dieser Saison, der weiß gar nicht, dass es Adrenalin noch gibt. Wo man fühlt, wenn es Goldig Antenne oder so geheißen wäre, dann schießt man, dass man selber auch nominiert werden. So ist Goldig Altpapier, schriftlicher Weg. Und man hat dann durchaus auch vier Zeitungen, respektive ein Online-Portal oder ein Online-Ableger von einer Zeitung nominiert. Und jetzt ist es so, eigentlich hat Senf-Kollektiv schon ein Sieger gehabt. Das verraten wir jetzt einfach. Das machen wir wie im Adrenalin, wo man alles verratet. Wo eigentlich bei den normalen Radiosender hinten durchläuft. Wir haben jetzt aber unentschieden, dass wir das mit einem Publikumspreis machen. Das heisst, jeder von euch hat zwei Hände, aber nur eine Stimme. Ich erzähle euch die vier Nominierten und ich brauche dann irgendwie den Bruno und sonst irgendjemanden, der mir ein bisschen erzählen. Und anhand von eurem Voting haben wir dann einen Preisträger, hoffentlich. Zur Auswahl steht, respektive angemeldet hat sich, bis zum ersten Toten, Francesco Benigni, NZZ am Sonntag, der hat einen unglaublich realistischen Artikel um und über Fußballfans in und um Fußballstadien in der Schweiz geschrieben, mit eben dem wunderschönen Titel «Bis zum ersten Toten». Die meisten von euch nehme ich auch werden gelesen, wenn wir jetzt hier schnell einen Querschnitt machen. Er ist eigentlich zusammengefasst. Fußballfans, es geht nicht mehr lang. Also nach ihm müssen eigentlich schon x Tote irgendwo in der Gasse liegen und es müssen kriegsähnliche Zustände in der Schweiz herrschen, vor allem um Fußballstadien. Er hat ihm definitiv verdient, die Nomination. Das Gleiche gilt auch in 20 Minuten. Können wir auch wieder mehrere Sachen aufzählen, wieso sie es verdient haben, für das Goldig Altpapier nominiert zu werden. Wir haben uns dazu entschieden, respektive der Senf hat sich dazu entschieden, weil sie die Falschmeldung am längsten verbreitet hat, dass Sachschäden bei Fußball-Extra-Zeug pro Saison mindestens 3 Millionen Franken pro Saison, dass die Sachschäden mindestens 3 Millionen Franken pro Saison belaufen. Wissen wir mittlerweile alle, dass das ein bisschen erfunden ist, dass man das eine oder andere Null kann streichen und vor allem, dass die Tendenz dazu hingeht, dass IBE ist dort mal noch eine der Federführenden gewesen, wo man zumindest medial gesehen hat, dass man irgendwelche Putzkolonnen aufdeutet und dass die Züge zum Teil nach der Fahrt zu übersehen fangen als vorher. Vielleicht fehlt mal eine Scheibe, aber ich meine, das passiert. Das sind die besten Familien. Da gibt's. Mit gewissen von Leuten, das ist halt, wenn mehrere Menschen voneinander treffen, dann geht mal etwas durch. Ich meine, erzählen wir mal von einer Olma, wo noch nie irgendetwas passiert ist. Wird es mir heute nicht geben. Weitere Nomination ist der Blick. Der würde eigentlich schon lange. Könnte man fast jeden Tag irgendetwas daraus rausziehen. Das Senf-Kollektiv hat aber entschieden, der Blick ist spezifisch darum nominiert, weil sie halt einfach extrem gut sind, Hetze gegen Fußballfans zu forcieren. Dort sind sie aber relativ fair, weil sie sind farbenunabhängig. Also ist egal, ob rot-weiß oder blau-weiß oder blau-rot und grün-weiß und rot-weiß, wie FC Winterthur in der Tina noch steht.
Es sind alles Verbrecher und Mörder und Vergewaltiger. Und dadurch muss man sagen, sind sie immerhin einheitlich. Also Fußballfans sind einfach böse. Ich glaube, es geht einfach darum, dass sie mehr Platz in der Stadion brauchen zum Tickern. Da brauchst du einfach eine 4000-Personen-Tribüne zum Platz haben. Und dann haben wir noch ein Online-Portal, respektive Tagblatt von .ch, am Friedrich Kurz in die Gegentribüne-Kolumne. Kennen davon die auch alle, habt ihr sicher auch schon mal drin gelesen. Und bei ihm ist es spannend. Er weiss zum Beispiel, wer 1993 in der Schlussminute im Spiel vom FC St. Gallen gegen La Chaux-de-Fonds knapp am rechten Pfosten vorbeigeschossen hat. Aber über Fans generell hat er nicht so wirklich eine Ahnung. Und das merkst du auch immer wieder in seinen Kolumnen. Ich finde sie generell nicht schlecht, aber wenn man sobald das Thema Fans in irgendwo tangiert, dann hast du das Gefühl, falsch. Das sind die vier Nominierten. Jetzt können wir schnell in euch hineingehen. Ich erzähle es noch schnell. Und Bruno, vielleicht kannst du mir schnell ein bisschen helfen. Damit wir hier ein bisschen eine Übersicht haben. Mit dem Klatschen da bringt nicht viel. Fußballfans klatschen immer gleich laut, vor allem mega laut. Und am Schluss müssen wir den Preis noch mal dreimal kopieren. NZZ am Sonntag, bis zum ersten Toten. Wer hat viel den Beitrag, der Artikel jetzt verdient, unseren wunderbaren goldigen Altpapier-Pokal zu bekommen? Zählst du? 14. 14. Am Schluss sollen wir auf die Eintritt, dann kennst du den Bootschwissler, dann macht er 5-mal durch. Das ist 20 Minuten mit ihrem Extrazug 3 Millionen Sachschaden, halb Jahr Artikel. Oh, steht getroffen! Wer denn? Hey, bist du auf oder zählst? Zählen. Gut. 6. Weg. Gut. Lohnt sich jetzt 20 Minuten lesen. Weg. Das Lieblinge gibt für den Blick. Also da mit dem Lesen. Und gleich, Hände auf, wer das Gefühl hat, Blick und ihre Hetze gegen Fußballfans sind alles Schwerverbrecher. Wer findet, die haben das goldige Altpapier verdient? Es ist ja zum Katzen. Blick gewinnt einfach immer. Also, Blick ist vorne, oder? Ja, bin ich sicher. Jetzt hoffen wir noch ein bisschen auf Lokalpatriotismus. Negative. Freddy Kurt und seine Gegentribüne. Sollen wir einen Stecker machen oder sollen wir... Was meinst du? Einen Stecker dahin? Dann wir machen einen Stecker. Zwischen den 10 und 20 Minuten. Also, nochmal die Hände auf, Blick! Also die anderen, die natürlich für die 10 oder für 20 Minuten gestimmt haben, haben jetzt nochmal eine Stimme. Okay, gut, super, danke. Und für unsere lokale mediale Größe, Freddy Kurt. Eben noch eine Hand auf. Wir sagen Zuhörer nicht gern, aber der Blick gewinnt da. Und Bruno, du kannst gerade da bleiben. Also wir stehen eine Frage natürlich. Das würde uns extrem freuen, wenn irgendein Journalist vom Blick da wäre. Wir hätten ja einen vom Blick am Abend, wo das dann nachher nicht ganz und Gloria-Seite reinhält oder so. Vielleicht irgendjemand gerade sitzt in einer irgendwelchen Volontariat am Verschenken mit Blick da drin. Hat da irgendjemand angenommen, wollte das grosse Story rausbringen? Nein. Bruno! Für den Blick, für dich! Viel Spaß damit! Im Brunnen daheim wird jetzt den Trottoir neu gepflastert. Aber ohne Ring. Das kommt doch
Man weiß es nicht. Geht doch mal noch schnell ein paar, etwas zum Trinken. Nein, ist okay. Wir haben das goldige Megafon und da steht so stellvertretend für einen Mensch, nicht für eine ganze Institution, sondern für einen Mensch, der mit seinem Engagement seit Jahr und Tag sich für den Fußball einsetzt, aber vor allem auch für die Fußballfans und Interesse von den Fußballfans einsetzt. Auch da ist es uns zum Glück und da macht das Ganze relativ beruhigend, relativ einfach gefallen, wir Nominierte zu finden. Ich lese euch die auch schnell vor. Wir haben zum einen Zürcher Anwältin Manuela Schiller, wo sehr, sehr viele Rechtsfälle für Fußballfans bestritten und auch schon gewonnen hat und halt mit ihrem Engagement für Fußballfans und zwar nicht nur im Raum Zürich durchaus positiv in Erscheinung getreten ist und das auch immer noch macht, so wie es man ist, oder? Sie ist immer noch recht dran und darum ist sie vermutlich immer nicht da, weil sie halt einfach selber nicht irgendwo was man aufschreiben oder was ausfeiten muss. Wir haben dann einen Herr mit dem Thomas Gander. Er ist nominiert, ein Name für aktive Fans, zum Beispiel Kai No Name, ein Mann, der jahrelang schon seinen ganzen Elan in die Fanarbeit Schweiz reinbringt und versucht, da die Fanverantwortlichen ein bisschen zusammenzubringen und den Kontext zu bringen und eine Sprachebene, dass sich als Fans auch untereinander austauschen und er hat mit seiner, ja kann man schon sagen, jahrelanger Arbeit da durchaus ein wichtiges Passivteil ist. Weiters ist der Präsident vom FC Basel nominiert, der Bernhard Häusler. Ist mir auch aufgefallen, in den letzten Jahren hat er immer mal wieder ein paar gute Aussagen gehabt für Fans, wo er sich auch für seine eigenen Fans eingesetzt hat. Durchaus auch im Interesse der Gästefans im Jakobspark. Und ja, wäre schön, wenn es andere Präsidenten in der Schweiz gäbe, die so eine Weitsicht oder einen Weitblick würden an den Tag legen, wie es der Bernhard Häusler halt macht. Und dann haben wir auch noch ein Lokale gefunden und auch das finde ich durchaus schön. Uns nennt es ein geiler Sicherheitsverantwortlicher, der Benny Burkhardt. Er steht aber stellvertretend dafür, dass es rund um unsere wunderschöne Arena, wo wir uns den Namen nicht sagen, massiv entspannter ist. Die ganze Stimmung, der ganze Einlass. Finde ich, obwohl ich nicht mega trainiert bin, weil wir halt unseren Medieneingang haben, aber ich habe das Gefühl, es läuft, auch wenn man mit den Fans redet, es läuft durchaus ruhiger, friedlicher, schneller, speditiver und man hat einfach nicht das Gefühl, man ist bei Robocop 17 fängt dabei. Ich finde es relativ entspannt und es fällt auf, dass es rund um das Stadion vom FC St. Gallen relativ ruhig ist. Man könnte sich vielleicht noch irgendeine Scheibe vom FC Sion oder so abschalten, aber man könnte all die grossen Plätze noch irgendwie ein bisschen mehr beleben und ein bisschen Action machen. Aber was die Sicherheit und was die Grundstimmung angeht, da haben wir definitiv sich was überlegt und ich glaube auch mit den Fans zusammen. Unser positiver Award von der Senf Award verteilt 2015, man weiß noch nicht, ob es 16 Jahre gegeben hat, aber jetzt ist es mal da ja. Auflaufen der Leute ist okay, also ich glaube, wir können da durchaus den nächsten Jahr wieder machen. Wir haben da auch noch ein Gouverneur. Und jetzt wird er improvisiert, von nachher irgendjemand einen auf ihn machen. Wir haben den Sieger. Können wir ein A haben, wie kurz vor dem Penalty von Janis Taffer? Also wir haben positiv, weil der Award lohnt sich wirklich. Sieger ist der Thomas Gander. Applaus. Und es wäre es eigentlich so gewesen, dass man das so geplant hätte, dass der gute Thomas Gander eigentlich da wäre. Aber er ist nicht da. So läuft er. Darum haben wir uns gedacht, ja gut, dann nehmen wir halt unseren Thomas, unseren Fanflüsterer, den Thomas Weber. Und er wird Lobrede zum Thomas Gander und ich glaube generell auch ein bisschen über das goldige Megafon und Zusammenarbeit, Fans. Ich habe keine Ahnung, was ich erzählen, aber schnell lernen für den Thomas Weber bitte. Also jetzt von da eigentlich mehr Planung ist der einzige Empfänger, der es gerade gewonnen hat. Wäre schön gewesen, wenn er da gewesen wäre. Jetzt ist er nicht da, jetzt halte ich meine Laudatio in den Thomas Gander. Ich möchte anfangen mit einem Ausschnitt aus dem Text der Fanarbeiter von Pascal Glot, wo der Pascal Glot auch zu Ehren von Thomas Gander gesungen hat.
Über den Fanarbeiter gehen die Meinungen auseinander und in alle Richtungen. Beim Bauarbeiter zum Beispiel ist das anders. Wir wissen, der Bauarbeiter arbeitet auf dem Bau. Seine Arbeit ist Bauen. Der Fanarbeiter arbeitet aber nicht auf dem Fan. Und seine Arbeit ist auch nicht Fanen, auch wenn das vielleicht einige meinen. Dann kommt zum Wasser. Das kennen wir. Der Thomas Gander ist Fanarbeiter. Sie. Er ist nicht mehr Fanarbeiter. Er war sogar der oberste Fanarbeiter der Schweiz. Wie sein Nachfolger unlängst benannt worden ist. Mediator, Übersetzer, Brückenbauer und ein Pionier in diesem Feld. Und der Thomas Gander ist Fan. Fan vom Fußball und Fan vom FC Basel im Speziellen. Über 10 Jahre lang hat er sich im Fanwerk Basel als Co-Leiter im ersten und ältesten Fanarbeitsprojekt in der Schweiz engagiert. 2009 hat er dann zudem das Amt des Geschäftsführers der Fanarbeit Schweiz übernommen. Bis im letzten Jahr hat er also geschickt von der Dachorganisation der sozioprofessionellen Fanarbeit geleitet, bevor er jetzt im Februar 2015 als Verantwortlicher CSR und Prävention zur SFL gewechselt ist. Die letzte Dekade war ohne Zweifel eine turbulente Zeit im Schweizer Fußball. Initiiert von der Vorbereitung auf die Euro 08 war das Thema Fanproblematik und Hooliganismus plötzlich omnipräsent. Die Sachlichkeit und Verhältnismäßigkeit sind in der öffentlichen und politischen Debatte nur allzu oft auf der Strecke geblieben. Doch immer, wenn sich die mediale Spirale wieder angefangen hat zu drehen, hat man die Stimme von dem Gander aus dem für uns doch ach so fernen Basel verloren. Das sind die vielen Momente für einige objektivierende und relativierende Worte von Thomas Gander, im Sprachrohr für eine ganze Berufsgruppe und noch viele mehr. Mit viel Diplomatie und noch mehr Beharrlichkeit ist es ihm immer wieder gelungen, neue Wege aufzuzeigen, verhärtete Fronten aufzuweichen und Verständnis zu schaffen. Dabei ist der Thomas Gander überhaupt kein Mann der lauten Polemik. Sein Megafon sind seine fachlichen Kompetenzen und sein Engagement zur Versachlichung im öffentlichen Diskurs. Sein Name steht für eine ehrliche und offene Diskussion über Probleme und konstruktive Lösungsansätze. Mit dieser Haltung hat er es auch geschafft, die Fanarbeit Schweiz als mittlerweile rundum anerkannten Dachverband zu positionieren und hat durch das auch einen enorm wichtigen Beitrag zur Etablierung der Präventionsarbeit im Fußball geleistet. Man liest und hört nie etwas vom Fanarbeiter, außer wenn er gefordert ist. Jemand wird zusammengeschlagen, eine Notbremse wird gezogen, eine Fackel geworfen. Dann heißt es, jetzt ist der Fanarbeiter gefordert. Das bedeutet, vorher war er nicht gefordert. Vorher war er einfach so Fanarbeiter. Im Ruhezustand. Vielleicht ein bisschen am Rauchen. Aber sonst vor allem am Warten, bis etwas passiert, das ihn fordert. So sieht man den Fanarbeiter, dass er reagiert, dass er etwas unternimmt, dass er aufräumt, so wie ein Abwart. Aber der Fanarbeiter ist kein Abwart, er ist der Fanarbeiter. Und was es auch immer bedeutet, wir glauben es ihm. Der Thomas Gander hat man selten im Ruhezustand erlebt. Seine Ideen und Handlungen sind immer proaktiv und vorwärtsgerichtet gewesen. Ihm haben wir geglaubt, dass er Fanarbeiter ist. Er hat uns ein Bild dazu vermittelt, der Bezeichnung eine Bedeutung gegeben und die Aufgabe mit Inhalt gefüllt.
Pionierleistung, die man nicht genug würdigen kann. Es freut mich sehr, dass ich heute, trotz seiner Abwesenheit, von Thomas Gander für sein quasi Fanarbeiter-Lebenswerk das goldige Megafon kaufen darf. Zuerst mal einen großen Applaus für den Jan, der genial moderiert hat. Und eben jetzt auch ehrgebührt das Cover von der vierten Ausgabe zum Titelthema Sicher ist sicher und dem Akronymtitel Sichern, Erkunden, Niederknüppeln, Festnehmen. Kann man die Sendung erwerben? Genießen den Abend, trinken genug, Fanlokal.